Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer OG-Runde Fortnite. Tilted Tower seht ihr hier. Wo landen wir, Leute? Was ist so richtig OG? Eigentlich ja hier, ne? In der Wüste. Wir landen in der Wüste. Da muss man auch in der Wüste landen. Die OG-Map von damals zu Prime Fortnite. Ich zocke hier mit einem 300-Euro-Controller. Warte, ich muss ganz kurz, ich zeige es euch. Das ganze Ding sieht so aus. Mal sehen, ob ich noch meine Skills von vor 3 Jahren auspacken kann und hier einen epischen holen kann. Vielleicht mit 10 Wins oder 10 Kills. Das wäre auf jeden Fall ziemlich geil. Ich bin hyped. Geile Map. Es ist nicht nur die Map OG, auch die Waffen sind OG. Das heißt, hier gibt es die Pump, hier gibt es die Schalldämpfer, AR und ja, viel mehr weiß ich gar nicht. Landen hier denn überhaupt welche? Bruder, hier landet... Ah, doch. 2 Minimum. 2 sehe ich. Die landen auf jeden Fall deutlich besser als ich. Soll ich den contesten? Beide im Dings. Ja, oh, der hat einen Chuck, Alter. Habt ihr das gesehen? Das ist ja krank. Ich lande hier hinten. Oh nein, der landet an Onni. Oder? Ja, da. Bruder, was ist mit ihm los? Bruder. Wo ist er gelandet? Das klang nach unten. Ja! Alter, mein Aim war da wirklich auch katastrophal. Der wusste auf jeden Fall, dass hier direkt eine Kiste ist. So, wir haben AR und MP. Ich würde eigentlich gern Abstauber da machen, aber wahrscheinlich wäre es klüger, sich erstmal... Eine Farmers, oh mein Gott! Da gab es auch mal eine Zeit, wo die komplett OP war, ne? Wahrscheinlich wäre es besser, erstmal hier ein bisschen... Tränke zu holen, ne? Paar Minis, paar Biggies... Damit wir da auch gestärkt in den Kampf reingehen. Der guckt mir sogar zu. Ja, guck mal den Profi zu. Genau so ein Ding. Ja, ich bin kompletter Vollversager, gar nichts mehr. MP haben wir schon. Ich glaube, der guckt nach nur zu, weil er eine neue Runde reingeht. So. Ja, Minis, das ist schon mal geil. Aber ich bräuchte halt noch eine... War da hinten was? Nee. Ich bräuchte halt noch eine... Shardy, ne? Oder gebaut? Okay, bauen klappt noch. So mehr oder weniger jedenfalls. Rift! Es gibt Rifts. Da ist ein Biggie, da ist ein Biggie. Und den schnabulieren wir uns auch. Geht mal ran hier. Ich habe halt nicht genug Metz für einen Kampf eigentlich, ne? Da wird gefightet. Als ob die jetzt erst fighten, als ob die sich die ganze Zeit aus dem Weg gegangen sind. Und nein, Leute, also wenn ich jetzt hier bauen muss, dann wird's kritisch, ne? Also ich meine, ich kann bauen, so ein bisschen. Aber jetzt die 90s... Oh. Aber jetzt die 90s cracken, weiß ich nicht. Ja, aber geht doch, geht noch. Ich habe keine Shot. Da ist ja nichts gelootet, ne? Guck ich das mal an. Da. Okay. Der hat schon mal ein bisschen Schild getaked. Wir machen diesen. Er baut gegen. Haha. Er ist cracked. Aber nicht so cracked wie ich. Ah! Nein, du Sackgesicht! Bruder! Oh, er wollte doch eine. Alter Verwalter! Was war das denn für ein Kampf, ey? Ja. Ich glaube, so hatte ich immer, oder? Hat man... Oha! Ist das gut? Maschinengewehr? Ich glaube nicht, oder? Oder? Nee. Aber wo liegen denn seine Boogie Nades? Hat er gar nicht mehr, ne? Schade. Gut, das war ein wilder Kampf tatsächlich. Aber wir haben ihn besiegt, ey. Hä? Habt ihr das gehört? Das hat wie ein Handyklingeln geklungen irgendwie. Ganz komisch. Aber ich muss ein Mini nehmen. Zweites Medkit. Okay, er scheint gelootet zu sein. Dann von der Zone her sieht es auch super aus. Wir schauen, dass wir hier mal genug Holz rankriegen, damit wir auch schön bauen können. Also bauen gegen ihn hat gerade okay geklappt. Dafür, dass ich 3 Jahre nicht gespielt habe. Boogie-Granaten schon sehr stark, ne? Ist die Frage, ob wir uns die mitnehmen wollen. Aber wir haben... Also Rift ist halt schon extrem wichtig. Grabbler so gesehen... Ah, Biggie, nice. Eigentlich krass, das war so ein Hotspot früher. Oh, und Chuck. Geil. Na, soll ich Rift wegschmeißen? Aber Rift ist schon anders mächtig. Aber Medkits sind Medkits, versteht ihr? Ja, da habe ich aber gar kein Heal mehr. Scheiß auf Rift, wir moven und so. Da ist jeder Profi, schlägt wahrscheinlich gerade die Hände über den Kopf zusammen, dass ich meinen Rift nicht mitnehme. Oh nein, jetzt habe ich... Einen Granatwerfer gibt's auch wieder. Ich habe gar keinen Platz für den ganzen Kram.
Liebst du meine MP wegschmeißen, aber MP ist zu wichtig. Lieber würde ich eher noch, ich würde eher noch die Shotgun wegschmeißen als die MP, no joke. Das war mal die Combo. Zack into zack. Was mache ich, wenn ich jetzt noch Minis finde? Und das hier ist ein riesen Lootort. Ich werde, ja, und da sind sie nämlich schon. Hm. Ich muss Chuck Chuck wegschmeißen, weil dann trinke ich den für meine 8 Shield. Ach so, das war der Sound von Chuck Chuck, da wird schon gewundert. Hau weg das Ding, hau weg den Kübel, Alter. Minis, Biggie ist am wichtigsten. Passt schon. So, noch ein Biggie, sehr nice. Aber es kann nicht sein, dass ich nur grün habe. Ich habe den ganzen Ort für mich nur grün. Wenigstens mal blau oder so. Okay, da war ein episches... Soll ich das MG nehmen? Es war halt episch, ne? Aber ein MG ist halt... Weiß ich nicht. C4! Ach du Güte, das gab's ja... Das sind so heftige OG-Erinnerungen gerade. Ja, Mann. Das C4. Wie kann es sein, dass man so einen ganzen Ort lootet? Ich denke, ich habe schon 10 Kisten aufgemacht, wenn das mal reicht. Und ich habe nur Quark. Eigentlich von den Waffen her, ne, wenn man ehrlich ist. Oh, jawohl, blaue Pump, wichtig. Eigentlich am wichtigsten sogar. Und ein epischer. Warte mal, ja, ist geil, aber nee. Nee. Achso, es gibt nur den. Ja, war eigentlich kein Platz im Inventar. Okay, dann lass mal zur Zone gehen, würde ich vorschlagen. AR und Abfahrt. Wie sieht's denn aus? Okay. Ich höre doch was. Ach, das ist, wenn so ein Drop kommt, ne? Nee, doch. Aber wollen wir da hin? Mit dem Rift wäre das jetzt kein Problem oder mit der Grappling Gun, aber wir können ja mal langsam Richtung Kiste rotieren. Vielleicht finden wir da ja was. Oh, shoot. Übrigens, wenn ihr Tipps habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Also, ich bin ja hier gar nicht mehr up to date. Ich weiß gar nicht mehr, was abgeht. Da hinten waren safe Schüsse. Oh Gott, da. Okay. Leichte süchtigen Vibes. Ja, nee, der ist nicht süchtig. Der baut quatschig. Ah, der pusht mich. Der baut doch nicht, das ist ein Crack! Der bearbeitet sogar! Den habe ich gar keinen Bock, Leute. Der hat da bearbeitet, habt ihr das gesehen? Während er sich hochgebaut hat, der hat diese Stufenbearbeitungskäse gemacht. Ich dachte, hier trifft man nur noch auf Leute, die das seit 3 Jahren nicht mehr spielen. So treffe ich auf so... Der sich hoch? Aber ein bisschen bauen kann ich auch, Kollege. Bearbeiten, lass mal lieber, aber... Er sah schon krass aus. Aber so richtig kämpfen will er auch nicht, ne? Er hat seitdem auch nicht einmal rausgeguckt. Boah, der geht mir richtig auf die Nerven, das muss ich ehrlich sagen. Oh, der ist close. Ja, der ist nicht so gut. Ich wusste nicht, dass man da hochspringen kann. Man kann jetzt plötzlich Sachen hochspringen. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Der ist aber eigentlich nicht gut. Ich hätte ihn da auch schon killen können. Ich hoffe nur, dass er mich jetzt nicht killt. Oh, ich habe das nicht mal auf Hotkey, das bearbeiten. Also auf Stick meine ich. Ich muss wirklich Kreis drücken. Er ist nachgesprungen. Den gehört. Guckt ihn euch an, Digga. Yeah! Da bringt ihr dein Bearbeiten nämlich gar nichts, Kollege Schnürschuh. Aua! Hehe. So. Leute! Yeah! Yippie! Ich habe nur noch 4 Minuten. Ich muss Kamera wechseln während der Runde. Ey! Achso, man darf ja nicht in dem Ding drin stehen, hab ich ganz vergessen. Ich hab einen Herzinfarkt bekommen gerade. Ich dachte, ich werde angegriffen. Mann, die Tasten mit meiner Bearbeitungstaste ist nicht richtig eingestellt. Das ist tatsächlich eine kritische Nummer. So, lass mich mal kurz in die Zone rotaten, mich verstecken. Und dann
muss ich kurz Kamera neu starten. Also Movement ist das natürlich schon hier sehr prickelnd, ne? Muss man schon sagen. Oh, das ist perfekt hier. Raus da. So. Okay, hier gab es auf jeden Fall einen dicken Baba-Fight. Bräuchte ein bisschen Holz tatsächlich, ne? Boah, hier liegen Haufen Netz rum. Geil. Aber, ja. Okay, nice. 5, 6, 7, 8, 900 Metz. Warte mal, hat das hier mehr Ladung? Ja, sehr nice. Wie viel leben denn noch? 7 Leute noch. Ja, ich habe nur 3 Kills. Das ist jetzt nicht die Welt, aber alles für den Epischen, sag ich immer. Da hinten Shoots. Muss mal hin. Abstauber Roni. Ah, da hinten ist ein Dings, ne? Komm da hin. Da brauchen wir den Fall hin. Oh, einer hat geriftet. Oh, ein Chuck. Granatwerfer. Ich hole lieber den Granatwerfer mit. Boah, Chuck aber auch big, ne? Granatwerfer oder Chucky Chuck? Weiß nicht. Ich kenne das mal hier. Es gab doch diesen Trick, wo man so bearbeiten konnte, aber die Pyramide. Ja, und da konnte man so rausgucken. Ha! Bin auch ein Experte, Leute, so ein Ding. Mann, da hinten sind aber Schüsse, da würde ich schon gern hin, ne? Weil es sind doch nur noch 5 Leute. Ich weiß, ich werde den Granatwerfer eh nicht benutzen. Auf der anderen Seite habe ich 6 Minis. Ob ich da jetzt wirklich einen Chuck brauche? Das ist halt die entscheidende Frage, ne? Mit dem Granatwerfer mit, der ist schon mächtig. Okay, wir haben sehr viele Mats. Wir haben auch ein Jump Pad. Ich gehe mal zu dem Kill hin. Ist natürlich ein Risiko, dass ich dann sterbe, aber früher. Also, ich muss ja eh kämpfen, das passt schon. Er ist plötzlich da oder was? Ah, da, der schießt auf mich! Lol. Wie der abzieht. Oh ja, das waren 60 Schild. Oh, 70 Schild. Ja, das hat ihn auf jeden Fall mehr Schaden gemacht als mir. Oh, hier hinten, hier hinten. Close. Close. Also, naja, nicht super close, aber ein bisschen close, sag ich mal. Mittel close. Da. Und jetzt geht's ab, Leute. Das ist Granatwerfer Action. Jetzt nerv ich die so richtig prime, Alter. Yibi! Da unten ist er in dem Metallteil. Also einer von beiden. Der kann auf jeden Fall gegenbauen, der kann was. Also ein bisschen. Oh, nervt er nicht von da hinten. Granatwerfer war jetzt irgendwie nicht so das Ding, ne? Wow, Baby! Was ist das denn? Ja, jetzt kommt der von hinten halt, ne? Ja, eigentlich sollte ich zurück, dingsen. Warte mal. Der checkt doch nichts da oben, lol. Er ist vor mir geriftet, Bruder. Landet der auf mir? Oh, close. Ach du Scheiße. Und der kann sogar was. Der konnte was. Oh, der hatte Überwaffen, Alter. Der hat mir so krassen Loot gegeben. Der hat mich überschätzt, weil ich so wie ein Bot da rumgemacht habe. Aber boom, mein Kleider, Alter. Ist ein Weg. Schade, dass ich mit dem Granatwerfer vorhin keinen Kill gemacht habe, ne? 4 Leute noch. Aber ich bin jetzt stacked. Ich habe guten Loot. Granatwerfer. Nein, nicht auf mich, oder? Nicht auf mich. So, okay, ich habe guten Stuff jetzt. Sehr gute Shotgun. Einer landet auf mir. Ich habe keine Baumaterialien mehr. Scheiße. Na, dass ich keine Baumaterialien mehr habe, ist natürlich jetzt Katastrophe, Leute. Ich kann nicht bauen. Oh! Wo war der andere? Oh. Bei 2 Leute sind da, ne? Das sind die letzten, die beiden auf dem Turm und ich. Ich könnte zurück in Granatwerfer holen und nerven. Ich werde da unten ran an die Metz, ne?
Drohne, oder was ist das denn? Drohne. Was? War das oben? Ja, ne? Der ist close vor mir gewesen, habt ihr gesehen? Oh Gott, Leute, über das Aim reden wir nicht. Yeah! Das war so ein Idiotenkill am Ende, aber... Wuh! Epischer, Leute. Geil. Ich habe nur eine Testrunde gespielt, ganz kurz, ob alles hinhaut. Epischen eingetütet. Boah, geil, Alter. Leute, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Flankt den Like-Button für diese coole Runde. Ey, oi, 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 ich kam ganz schön in den Schwitzen, aber die Decke da kostet. Also, da sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.